Stopp! Was ist jetzt los? Wie stopp? Ecki! Ja. So kann es nicht weitergehen! Jungs, ihr kriegt's einfach nicht hin! Dieses ewige Rumgeschwammel und Gesinge! Warte mal, also. Das kommt total altbacken rüber! Was ist jetzt? Altbacken? Ja! Rockmusik! Pseudoschlaue Rockmusik! Das feiert doch heute keiner mehr! Na, ich finde das schon ganz okay, also ich meine. Oder wer geht noch auf Konzerte? Stimmt, bei Konzerten ist nichts mehr los heutzutage. Wer geht noch auf Konzerte? Ist doch tote Hose! Tote Hose! Hast du recht. Aber beruhig dich mal eine Runde, oder? Warum geht's denn jetzt? Was willst du denn von uns, Alter? Meine, die Frage ist doch, die eigentliche Frage ist doch, wie hören die jungen Leute heutzutage Musik? Mit den Ohren wahrscheinlich immer noch. Ja klar, mit den Ohren, logisch. Im Internet, mit dem Handy. Genau, die wird gestreamt. Spotify. Gestreamt, ja, schön ist ja aufs gut. Handy. Ja. Ist ja gut, Digga. Ja, ist ja gut. Mit dem amtlichen Autotune. Autotune. Das ist das Stichwort. Ich habe euch das alles erklärt, 100-mal erklärt. Und ihr pass mal auf, Vincent, du nimmst jetzt diesen kleinen grünen Zauberkasten. Dark, du kommst mal hier rüber. Nö. Du gehst jetzt da rüber. Autotune? Ja. Wie? Ecki? Genau. Was soll das? Autotune, genau. Ich hab's euch doch erklärt. So. Genau. Versteht ihr? Und jetzt? Ist schon geil. Ist schon nett. So, super. Ey, ich hab's gesagt. Ist ganz okay, Digga. Ja, ist gut. Ey, also pass mal auf. Ja? Ich will jetzt keinen Song mehr hören. Sondern? Keinen einzigen Song. Okay. Jetzt spielt ihr das Lied! Das ist der Refrain, die Melodie ist voll der Schrott. Doch noch einmal hören, kriegst du sie nie mehr aus dem Kopf. Das ist der Refrain, ich singe irgendeinen Dreck. Doch das ist egal, denn keiner achtet auf den Ton. Das ist der Refrain, die Melodie ist voll der Schrott. Doch noch einmal hören, kriegst du sie nie mehr aus dem Kopf. Das ist der Refrain, ich singe irgendeinen Dreck. Doch das ist egal, denn keiner achtet auf den Text. Das ist die erste Strophe, ich sing einfach irgendwas, denn der Song hat gar kein Thema. Und ich wette, bis jetzt hast du noch nicht einmal gemerkt, dass sich die Zeilen gar nicht reimen. Ich könnte einen Song machen, der irgendwas verändert. Gegen Social Media war Nazis oder Banker. Doch ich schreib dumme Zeilen und zeig im Video ein paar Tänzer. Denn das Lied dreht sich nur um sich selbst wie Influenza. Und fehlt noch Text, wiederhole ich irgendwas. Einfach irgendwas. Was? Das ist der Refrain, die Melodie ist voll der Schrott. Doch nach einmal hört, kriegst du sie nie mehr aus dem Korb. Das ist der Refrain, ich singe irgendeinen Dreck. Doch das ist egal, denn keiner achtet auf den Text. Und das ist jetzt aber unerwartet. Der Beat? Total unerwartet ändert sich der Beat. Zweite Strophe und die Stimme ist tief. Irgendwas Schlaues sagen, ach lass mal. Sinn muss das nicht haben, mal lass mal. Lukrativ, wie wenn man Waffen schiebt. Wer schreibt noch ein Lied, das ist Mathematik. Im Video sieht man, wie die Drohne fliegt. Und wir stehen auf dem Dach, nur weil's geil aussieht. Stimme wieder lieblich, zurück zum alten Beat. Und man freut sich wie ein Kind über die schöne Melodie. Schema F, immer gleich, wofür sind wir denn sonst bekannt? Dieser Song hier ändert nichts, bis auf meinen Kontostand. Und Unternehmen können den Song als ne Bewerbung sehen. Kalaschnikow, Bundeswehr, hier könnte ihre Werbung stehen. Das ist der Refrain, die Melodie ist voll der Schrott. Doch noch einmal hören, kriegst du sie nie mehr aus dem Kopf. Das ist der Refrain.
Ja, Dicker. Er hat halt recht. Es läuft nicht. Es läuft einfach nicht. Wir sind einfach so scheiße schlecht alleine, Alter. Guck mal, das feiert keiner. Was soll das? Das ist wie vor 20 Jahren. Wir beide alleine ist einfach Dreck. Was sollen wir denn noch machen? Jungs. Jungs. Warten. Lass den Kopf nicht hängen. Nicht verzagen. Euren Kumpel Ecki fragen. Okay, hast du eine Antwort oder wie? Ich habe da eine ganz besondere Überraschung! Dicker! Bela! Bela! Ihr braucht ein Feature, das ist, was der Song vertragen kann. Ich treffe den Kollegen gern, kommt nur auf die Bezahlung an. Mein Management sagt, dass die Band da draußen jeder voll kennt. Auch ich bin Fan von ihren Sachen, ey. GZ wollte ich immer schon bezahlen, aber wir sind doch SD. Das ist der Refrain, die Melodie ist voll der Schrott. Doch nach einmal hören kriegst du sie nie mehr aus dem Kopf. Das ist der Refrain, ich singe irgendeinen Dreck. Doch das ist egal, denn keiner achtet auf den Text. Ein Riesenapplaus für den einzig wahren Bela B. Schickst du eine Rechnung, wa? Okay.